Hallo und willkommen zurück zu Atelier Lulua. Ja, ich habe riesig Lust, die neuen Gebiete zu erkunden, die wir freigeschaltet haben. Bevor wir das machen können, müssen wir aber uns nochmal entsprechend ausrüsten. Zumindest mal mit der Super Mining Bombe, dass wenn wir irgendwo hingehen, auch alle Sachen abbauen können. Und ich habe mal ein bisschen vorgeguckt, damit nicht dasselbe passiert wie bei der Eisbombe, dass wir gar nichts Gutes herstellen können. Also wir können eine vernünftige Super Mining Bomb herstellen. Wir haben erstmal als Grundmaterial eine normale Mining Bomb. Die ist mir ganz egal. Und dann brauchen wir Öl natürlich mit viel Feuer und Erde. Und ich habe schon mal ein bisschen hier ausprobiert und gesehen. Achso, nee, doch, wir haben zwei Erde, alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall hier sowas, was auch drei Erde hat, sonst kommen wir am Ende nicht aus. Nehmen wir also den. Und hier ist natürlich ganz wichtig wieder unsere Alchemiekohle. Die nämlich, wenn wir die für die Synthese einsetzen, wieder Uses plus 2 bringt. Und das ist ganz wundervoll. Dann haben wir jetzt nämlich schon mal 6. Jetzt haben wir schon mal 8. Ja, und jetzt brauchen wir noch irgendetwas, was Erde bringt. Und da haben wir hier sowas, ja. Von mir aus. Im Prinzip hätte ich ja sogar noch zwei Erdpunkte mir durch so ein Boost-Item besorgen können. Habe ich jetzt nicht, ist auch egal. Also ging ja so oder so. So, dann machen wir noch ein bisschen bessere Qualität. Okay. Ja, von mir aus Great Destruction. Ich weiß nicht, ob das eine Auswirkung hat. So, auf jeden Fall registrieren. Ich habe nämlich gerne zwei davon dabei. Ach so, genau. Oder? Bevor ich registrieren kann, ihr seht es natürlich, der aufmerksame Zuschauer bemerkt es an der Barschaft. Ich habe die Secret Bag inzwischen hergestellt und abgegeben und noch irgendeinen anderen Auftrag. Das ist die tolle Holzkohle, das ist destilliertes Wasser. Ich weiß ja nicht, soll ich noch mal drei vielleicht von diesen Omega Crafts mitnehmen und dann reicht's auch. Dann nehmen wir halt später andere gute Angriffsgegenstände. Und dann können wir die hier wegnehmen. Ach so, konnte ich Mining Bomb nicht registrieren. Ne, das war der Trick dabei. Da hatte ich mich ja vor vielen Folgen mal so ein bisschen drüber geärgert, bis mir dann ja jemand sagte, es gibt ja dieses Auto-Refill. Und dann hat man halt 8 Anwendungen und das ist gut. Und danach kann man ja wieder hier zu Tim Dragon gehen. Na gut, dann müssen wir was anderes registrieren. Achso, dann nehme ich vielleicht mal die. Achso, den Kristallball. Haben wir den gemacht so? Nee, ne? Oh, Eiskaskade-Bombe. Nee, das war ja gar keine Bombe. Was ist das hier? Ach so, ja, genau. Wir machen mal Folgendes. Du kommst hier mal weg und da kommst du hin. So, hier
Nehme ich dann aber die Blitzbombe noch mal raus. So. Achso, warte mal, ist der weiße Trank inzwischen schon soweit? Wahrscheinlich nicht, ne? Es war noch zu wenig Zeit. Ja, okay. So. Achso, zurückkaufen natürlich, sag mir das doch. Tausend kostet, das ist gar nicht mal so billig. Ich hoffe, die ist die 1000 auch wert. Migräne-Sirup kann dann auch mal raus und die andere kleine Bombe da unten. Ja, jetzt machen wir nochmal so einen Windbeutel. Da habe ich noch nicht vorgeguckt. Beziehungsweise ich habe einmal ganz kurz geguckt und dann gesehen, dass der hier die Qualität der gefundenen Sachen erhöht. Und deshalb mache ich mir jetzt überhaupt nur die Mühe, den hier herzustellen. Okay, die sind ja wie alle gleich wieder. Hier haben wir auch keine große Auswahl. Multiply. Ja. Ich weiß nicht, wie das denn mit den minus 30% ist und so. Das lasse ich mal lieber. So, wir brauchen Feuer und Erde. Ja, das ist nicht so gut. Das ist okay. Hier haben wir zwar mehr Erde, aber kein Feuer. Gut. Müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Das sieht ja ganz traurig aus. Was ist denn das hier für ein Mist? Oh. Achso, warte mal, Blitz habe ich noch ganz viel. Vielleicht kann ich Blitz und Erde tauschen oder so. Ich habe nach Feuer sortiert. Okay, wenn ich jetzt nochmal so einen nehme. Und nochmal so einen nehme. Und jetzt muss ich wieder nach Feuer sortieren. Und wir haben kein Feuer hier, doch wir haben ein bisschen was. Ich will erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Wenn ich jetzt Blitz gegen Erde tausche. Eis und Erde würde getauscht. Ach, Eis habe ich auch so. Nein. Doch, Eis habe ich auch 16. Eis und Erde kann ich tauschen. Genau, Blitz und Erde wäre blöd, weil dann geht nämlich der Gegenstand kaputt. Nochmal eben. Wie viel von diesen Dingern habe ich überhaupt? 12. Ja, ist kein Problem. Das heißt, ich brauche noch 3 Punkte Feuer. 3 Punkte mehr als hier. Jetzt haben wir im Moment 2. Also ich muss mal gucken, ob ich das Ding hier... Scale Cloth, ob ich das mit Feuer herstellen kann. Oder so ein Windbeutel. Das wäre eigentlich noch interessant. Nee. Das sieht hier schlecht aus. Weil ich keinen Awakened-Effekt habe. Ich will nur einmal ganz kurz gucken, was passiert, wenn Erde voll ist. Nee, das ist Qualität und... Okay, da kriege ich nichts gebacken. Dann müssen wir hier
zu dem Stoff. Traveler Shoes würde auch gehen. Die haben ganz viel Blitz. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Secret Bag. Fairy Sack. Ich nehme mal Scale Cloth, weil der von vornherein schon Feuer hat. Ne, hat er gar nicht. Warte mal, aber da haben wir zwei Möglichkeiten für Awakened-Effekte. Da haben wir kein Feuer. Und hier haben wir natürlich Feuer plus 1. Ja. Das ist mir noch zu wenig. Wie ist das bei Cloth? Da haben wir hier nur einen. Feuer plus 1. Ist mir zu wenig. Mafkot. Ja, da kamen wir hier wieder. Ein Feuer, wie es aussieht. Ja. Und hier hätten wir auch wieder ein Feuer. Das sind zwei. Das reicht immer noch nicht. Okay, Null and Feather als letzte Möglichkeit. Da haben wir hier gar kein Feuer. Okay, und hier haben wir wieder den einen. Alles klar. Hier kriege ich nichts hin. Sylph Breath, genau, Sylph Breath. Hat jetzt schon drei Feuer, kriegen wir da vielleicht noch ein viertes hin. Das sieht gut aus. Da würden wir Feuer plus 2 kriegen und hier... Hier nicht. Okay. Dann müssen wir extra ein neues Sylph Breath herstellen. Naja, von mir aus. Irgendwie sowas im Mittelfeld. Ach so, jetzt muss ich natürlich nochmal gucken. Das wäre lila, glaube ich. Voll kriegen lila oder rot? Nee, rot müssen wir. Rot müssen wir beide. Oder zumindest den ersten Balken müssen wir schaffen. Sword Fire. Ja, diese dicken Dinger will ich nicht nehmen. Nehme ich also die Farbe. Und Runestone würde auch gehen. Also Runestone hat natürlich wieder dieses Wasser dabei. Was aber, glaube ich, auch egal ist. Große Schuppe. Große Schuppe wäre sehr gut. Warte mal, ich nehme den hier nochmal wieder raus. So.
Tja, und hier benutze ich jetzt Sylph Breath, um Sylph Breath herzustellen. Ich brauche. Ich will mal eben gucken bei Lightning, was da ist. Bug. Brauchen wir nicht. Also nach Feuer sortieren. Nein, das hilft ja nichts. Wir müssen den, glaube ich, nehmen. Jetzt haben wir hier nur Uses plus 1. Könnten aber noch ein Boost-Item einsetzen, das uns ein bisschen Feuer gibt. Feuer und Blitz würde getauscht. Wäre schön. Okay. Können wir irgendwas an Trades verwenden? Also für unseren Windbeutel brauchen wir gar keine Trades, aber wir kriegen ja 2 Sylph Breaths raus. Achso, genau, TP Extension ist immer ganz gut. Den. Und für Bonus von mir aus. So, ist auch nicht so wichtig. So, neuer Versuch. Achso, nein, noch nicht. Neuer Versuch bei Sack of the Wind Gods, denn wir brauchen natürlich erstmal auch noch den richtigen Stoff. Das war ja Mafkot. Okay, geht nur mit denen. Mal eben sehen, Awaken Fire 2 war da ja nicht, ne? Nee. Okay, Fire and Lightning könnten wir noch nehmen. Ja, ist das gut für uns? Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Blitz war, glaube ich, doof. Ich glaube, Blitz war doof. Boost-Item, brauche ich da noch irgendwas? Nur Qualität, ne? So, der nächste Versuch. Der. Jetzt brauchen wir hier den neuen Sylph Breath. Hier auf jeden Fall den neuen Stoff. Ach so, und hier der alte Sylph Breath, oder?
Ah, genau, Blitz war nämlich gut. Ich wollte auch noch Erde haben. Wie bin ich denn an die Erde gekommen? Weiß das noch einer? Achso, ich habe Blitz. Nein, Blitz und ich konnte nur Eis und... Ah genau, hier kriege ich noch Eis dazu. Und Eis und Erde tausche ich. Genau, das war der Trick. Was? Das reicht nicht? Oh nee. Ja, die Anzahl ist dann halt nur M. Das ist aber schade. Warte mal, das wäre broken. Auch broken. Kriege ich hier noch mehr? Oh, hier habe ich einmal einen falschen ausgewählt. Guck mal an. Oder? Warum habe ich den ausgewählt? So rum. So sieht das doch gut aus. So, du kommst dann hier mal drunter. Und wenn ich Glück habe, verwende ich den auch mal. Wenn ich dran denke. So. Das reicht jetzt auch an Crafting. Jetzt machen wir noch die Gespräche, die noch anstehen. Erstmal mit Wild. Jetzt kämpfen wir. Hi. Was? Lulua, ich fordere dich zu einem Kochwettstreit heraus. Was soll das bedeuten? Ich kann dir nicht ganz folgen. Na, dann muss ich es wohl noch mal deutlicher ausdrücken. Also, ich bin ein Koch und du, Lulua, bist auch eine Köchin. Nein, ich bin Alchemistin. Und wenn sich zwei großartige Köche treffen, dann gibt es nur eine Sache, die getan werden muss. Wir müssen das auskämpfen, wer von uns der bessere Koch ist. Von sowas habe ich ja noch nie gehört. Ah, ich verstehe. Du bist genauso heiß drauf wie ich. Das freut mich. Wir brauchen jetzt noch faire Regeln für diesen Wettkampf. Und deshalb werden wir beide
diesmal das gleiche kochen. Und dazu habe ich mir dieses Rezept hier ausgedacht. Es hängt alles davon ab, wie gut du mit deinen Zutaten umgehen kannst. Und Lulua, ich hoffe, du gibst in unserem Wettkampf dein Allerbestes. Na gut, mach ich. Also, ich soll jetzt das hier herstellen, ja? Ja, genau. Wild scheint mir total heiß auf die Sache zu sein. Ich glaube, ich kann da keinen Rückzieher machen. Ich bin zwar keine Köchin oder so, aber als Alchemistin werde ich trotzdem mein Bestes versuchen. So, hast du sonst noch irgendwelche tollen Sachen? Achso. Entschuldigung, dass ich es eben weggedrückt habe. Sauer, aber lecker, hat er noch gesagt. Wild, was isst du denn da? Ja, diesen kleinen Kerl hier. Es ist der Sauerapfelkönig. Also nennen wir ihn einfach Bosskop. Der König der sauren Äpfel, was soll das denn sein? Na, das ist der sauerste von allen sauren Äpfeln. Eine Phantomfrucht mit einem ganz deutlichen Säurearoma. Den findest du wahrscheinlich in dem, ach, wie nennt man den noch? Irgendwas mit Neu, Wald und Neu, Neu, Wald, irgendwas sowas. Jedenfalls trägt diese Frucht ja den König in ihrem Namen. Also weißt du deshalb, sie wird wirklich gut sein und unheimlich schwer zu finden. Aber ich bin sicher, du, Lulua, kriegst es hin. Ja, glaub schon. Also der saure Apfelkönig. Schadet ja mal nichts, die Augen offen zu halten. Ja, interessant, dass Wild uns jetzt hier immer neue Sachen zum Finden ermöglicht. Das war ja bei Atelier Rona auch Ixel, der dann halt, also der frühere Ladenbesitzer hier, den wir dann mit auf Reisen nehmen mussten, damit wir dann bestimmte Materialien auf der Weltkarte finden, die nur Ixel kannte. Okay, also wie ich schon sagte, hast du noch etwas Interessantes zu verkaufen? Nee. Achso, wir hatten wir neulich auch schon geguckt, genau. Ja. Dann schauen wir nochmal im Parlament vorbei. So Totori oder Mimi? Oder Stirk? Lulua, entschuldige bitte die Störung. Es gibt da noch eine Sache, die ich dich fragen möchte. Ja, was gibt's denn? Es geht um die Synthese. Ich möchte, dass du mir ein Gewicht herstellst. Ein Gewicht, also einfach so ein schweres Teil. Willst du irgendwas ausdrücken? Oder, ach so, nee, ja, vielleicht irgendwie Saft ausdrücken oder so, ich weiß es nicht. Ja, so ist es nicht. Na,
Nein, nichts dergleichen, aber je schwerer das Gewicht ist, desto besser. Kann ich mich auf dich verlassen? Auf jeden, also extrem schwer, ja? Ich mache es so schwer, da bist du schockiert. Wirklich? Na, dann freue ich mich drauf. Okay, ich zähle auf dich. Gut, das heißt, wir haben schon drei Sachen, die wir hier noch craften müssen. Das werden wir dann nächste Folge auch nochmal machen. Und danach dann erst in die Wildnis gehen, die neuen Gebiete erkunden. Aber hier für Sturk und Piana und ich weiß gar nicht, wie die dritte Person noch war. Wild natürlich. Dann haben wir es nämlich hinter uns. Ansonsten verlasse ich nämlich doch irgendwann wieder die Stadt und denke dann, oh nein, jetzt habe ich vergessen, die Sachen herzustellen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder, wenn es ans Questcraften geht. Hier ist noch nichts fertig geworden. Also bis dann. Tschüss.